Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. In der nächsten halben Stunde wird es um Frank Witzels Text Die Möglichkeit einer Mickey Maus gehen. Der Essay ist in diesem Jahr mit dem Wortmeldungen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Mein Name ist Sandra Poppe und ich arbeite für die Crespo Foundation. Es ist eine private, unabhängige Frankfurter Stiftung, die jährlich den Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis für kritische Kurztexte vergibt. Und dieser Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir Frank Witzel als unseren diesjährigen Preisträger hier haben und dass er seinen wunderbar nachdenklichen Essay Die Möglichkeit einer Mickey Maus mitgebracht hat. Der Text ist als Band 5 im Verbrecher Verlag erschienen und deswegen sitzt mit uns Jörg Sundermeier hier, der Gründer und Verlagsleiter des 1995 gegründeten Verbrecherverlags ist, seit 2016 gemeinsam mit Christine Listau. Der Verbrecherverlag ist ein Berliner Verlag, ein unabhängiger Verlag mit dem Schwerpunkt Belletristik, aber auch Sachbuch, und ein weiterer Schwerpunkt, den wir auch ein bisschen teilen, sind kurze Texte und politische und gesellschaftsrelevante Themen. Warum wir gemeinsam diese Reihe rausbringen, ist, wir möchten Aufmerksamkeit für diese Texte, für ihre AutorInnen und ihre Themen erzeugen. An Wortmeldungen Literaturpreis hängt auch ein Förderpreis, der thematisch immer mit dem Preisträger und seinem Text verbunden ist. Die Shortlist-AutorInnen des diesjährigen Förderpreises sind hier im Publikum und im Anschluss ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, gemeinsam zu sprechen. Wir möchten mit diesem Preis und auch diesem Band aber auch dazu ermutigen, kurze und gesellschaftskritische Texte zu schreiben. Und das gelingt uns immer wieder, wie ich feststelle. Und jetzt hören wir aber vor allem, was Frank Witzel geschrieben hat, was sein Text ist und was sein Thema ist. Soll ich? Dann machst du direkt. Ich fange direkt an. Ich kann leider nur einen kurzen Ausschnitt lesen, weil wir von der Zeit beschränkt sind, den ganzen Text zu lesen, der ein Kurztext dennoch ist, würde aber 50 Minuten dauern. Ich fange vorne an und mache dann noch einen kleinen Sprung, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, um was es in dem Text geht. Im Sommer 1995, Gründungsjahr des Verbrecherverlages, wie mir gerade bewusst wird. Im Sommer 1995 fuhr ich nach Zürich, um mir dort die große Retrospektive des Fotografen Robert Frank anzusehen. Mir ist aus dieser Ausstellung eine einzige Fotografie in Erinnerung geblieben, ein Bild mit dem Titel Sick of Goodbyes. Um es genau zu sagen, mir ist der Titel dieses Bildes in Erinnerung geblieben und die Tatsache, dass sich der Titel auch auf der Fotografie selbst wiederfindet. Das Foto stammt aus dem Jahr 1978, also aus einer Periode, in der Robert Frank eine neue Art des Fotografierens entwickelte, die mit kollagierten Bildmotiven, Wörtern und Sätzen arbeitete, die oft in das Negativ selbst eingekratzt wurden, um sich untrennbar mit der Aufnahme zu verbinden. Ich erinnere mich, dass mir diese Fotografie seinerzeit nicht besonders gefiel, wohl weil ich die Aussage als zu direkt und aufdringlich empfand. Als ich im Frühjahr dieses Jahres eingeladen wurde, einen kurzen Text zum Thema Abschied zu verfassen und zusammen mit anderen Autoren bei den Salzburger Festspielen vorzutragen, war es jedoch genau dieses Bild, das mir als erstes einfiel. Ich nahm den Katalog, den ich mir damals gekauft hatte, aus dem Bücherregal und suchte das Foto heraus, das in der oberen Hälfte einen
unscharf abgelichteten Arm vor einem schrägen Horizont zeigt, der zwischen Daumen und Zeigefinger eine kleine Puppe am Kopf hält, sowie in der unteren Hälfte einen Spiegel, in dem ein zweiter Spiegel zu sehen ist. Der Titel Sick of Goodbyes steht mit tropfender Farbe über beide Bildteile geschrieben und verbindet sie zu einer Einheit. Die Trennlinien zwischen Fotografie und Zeichnung sind verwischt. Das an den Seiten ausgefranste Negativ bearbeitet. Frank hatte nicht nur die Distanz gegenüber seinen Motiven aufgegeben. Das eigentliche Motiv wurde in der Dunkelkammer überhaupt erst erstellt. Ich schrieb ein paar erste Gedanken über Franks Arbeitsweise, spekulierte über die Bedeutung seines in diesem Bild verewigten Überdrusses an Abschieden und versuchte, eine zaghafte Verbindung zur aktuellen politischen Situation herzustellen, in der erneut Millionen von Menschen Abschiede aufgezwungen wurden, weil sich die Länder, in die sie zufällig hineingeboren wurden, im Kriegszustand befanden. Diese Abschiede wurden so gut wie nie als Einzelschicksale thematisiert, sondern gingen in einer undefinierbaren und unüberschaubaren Menge von Toten, Traumatisierten und Vertriebenen unter. Anstatt in einer solchen Situation die Zufluchtsmöglichkeiten zu erweitern und unbeteiligte Länder mit Friedensverhandlungen zu beauftragen, wurde selbst in der Schweiz das Prinzip der Neutralität als unzeitgemäß in Frage gestellt. Allerdings wies diese sprichwörtliche Grundlage der Schweizer Verfassung bereits während des Nationalsozialismus Lücken auf, denn Robert Frank, obwohl 1920 in Zürich geboren, als Sohn einer Schweizerin und dort aufgewachsen, wurde 1941 durch eine erneute Verschärfung des Reichsbürgergesetzes der Nationalsozialisten als Jude zusammen mit seinem deutschen Vater und seinem Bruder für staatenlos erklärt. Einem Antrag auf Schweizer Staatsbürgerschaft wurde erst 1945 stattgegeben. 1947 wanderte Frank in die USA aus. Ich versuchte in meinem Nachdenken über die Ambivalenzen der Neutralität eine Unterscheidung auszumachen zwischen individueller Neutralität, die womöglich, wie Robert Frank es in seinen Arbeiten zeigt, weder praktizierbar noch sinnvoll ist, und einer staatlichen Neutralität, die genau darum, weil sie dem Individuum verschlossen bleibt, eine wichtige Funktion einnimmt. Hatte mich die fehlende Distanz des 58-jährigen Robert Frank damals in Zürich gestört, so war gerade sie, wie ich nach beinahe 3 Jahrzehnten feststellen musste, in meiner Erinnerung präsent geblieben. Nun sah ich in dem Foto auch die politische Neutralität symbolisiert, deren Wert als kulturelle Errungenschaft mir seinerzeit beim Betrachten des Bildes nicht in den Sinn gekommen war. Sie wurde durch das unscharfe Püppchen verkörpert, das vor dem schrägen Horizont eines Meeres in der Luft baumelte, aus der es jeden Augenblick fallen gelassen werden konnte. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Bei der weiteren Arbeit an besagtem Text für Salzburg war mir Prousts Unterscheidung von bewusster und unwillkürlicher Erinnerung in den Sinn gekommen, worauf ich der Frage nachgegangen war, ob sich eine ähnliche Differenzierung vielleicht sogar auf den Abschied anwenden ließe, da die Vorstellung eines bewussten und eines unwillkürlichen Abschieds mir intuitiv, allerdings ohne dass ich genauere Gründe dafür hätte angeben können, plausibel erschien. Natürlich würde der unwillkürliche Abschied, anders als die unwillkürliche Erinnerung, nicht zufällig und aus einer momentanen Eingebung heraus vollzogen, auch wenn es vereinzelt Fälle geben mochte, an denen sich jemand einer spontanen Gefühlsregung folgen oder als Reaktion auf ein unerwartetes Ereignis plötzlich verabschiedet, um ein anderes Leben zu beginnen. Der unwillkürliche Abschied, so versuchte ich eine erste Definition
wäre vielmehr ein Abschied, der ohne das eigene Zutun, selbst ohne das eigene Wissen vollzogen wird. Es wäre folglich eines der Hauptmerkmale des unwillkürlichen Abschieds, ihn erst später, oft sehr viel später zu erfahren, dann nämlich, wenn eine der vielen unwillkürlichen Erinnerungen auftauchte, die ohne eigenes Zutun etwas hervorrufen, das vor vielen Jahren erlebt wurde, ohne ihm damals größere Beachtung geschenkt zu haben. Tatsächlich entwickelte ich meine Theorie vom unwillkürlichen Abschied nicht in einem abstrakten Raum, sondern erfuhr sie ganz konkret, als ich vor 2 Tagen abends und eher nebenbei einen Dokumentarfilm aus den frühen 1970er Jahren ansah und an einer Stelle Musik von Genesis gespielt wurde. Ohne sagen oder rekonstruieren zu können, weshalb, fiel mir die Besitzerin eines Häuschens in Cambrai ein, an dem ich vor mehr als 25 Jahren einige Sommertage verbracht hatte. Über einen Bekannten, der seinen Urlaub um eine Woche hatte verschieben müssen, bot sich mir die Möglichkeit, dort das erste Viertel seines Aufenthalts ohne weitere Kosten und Verpflichtungen zu übernehmen. Fasziniert von dem Namen der Stadt, der beinahe so klang wie Prousts Cambrai, fuhr ich Mitte Juli nach Nordfrankreich zu dem schmalen Haus, das eine ehemalige Theaterschauspielerin den Sommer über vermietete, und verbrachte dort einige ruhige Tage, in denen ich in dem weitläufigen Garten saß, durch die Straßen der Stadt schlenderte und Proust las. Gerade weil ich den Urlaub nicht selbst ausgesucht oder gebucht hatte, beachtete ich die Besitzerin bei der Schlüsselabgabe nicht weiter, nahm überhaupt alles so, wie es sich ergab, blieb noch das Wochenende, als mein Bekannter mit seiner Freundin eintraf, und fuhr anschließend nach Deutschland zurück. Hin und wieder dachte ich in den nächsten Jahren an Cambrai, das Häuschen, den Garten, die Straßen, all das, was ich seitdem kein zweites Mal gesehen hatte. Nie jedoch kam mir dabei die Besitzerin in den Sinn, bis eben zum Zeitpunkt dieser unwillkürlichen Erinnerung. Eigenartigerweise war diese Erinnerung keineswegs neutral, wie man es nach einer so langen Zeit erwarten könnte, sondern melancholisch eingefärbt und mit einer mir unverständlichen emotionalen Dringlichkeit versehen. Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich erschrak, denn dazu war die einmalige Begegnung mit der Besitzerin dann doch zu kurz und zu oberflächlich. Dennoch meinte ich seinerzeit etwas versäumt zu haben. Nicht nur, dass ich sie weder bewusst begrüßt noch verabschiedet hatte, ich hatte sie überhaupt nicht wahrgenommen und im Weiteren auch keinen Gedanken an sie verschwendet, obwohl ich doch für eine gute Woche zwischen ihren Dingen verbracht hatte. Mir fielen die Plakate der Theaterstücke ein, bei deren Aufführung sie mitgewirkt hatte, dazu ein großes Werbeposter, das im Flur hing und unverkennbar ihr Gesicht mit Anfang 20 zeigte, mit dem sie für eine Wurst mit dem Namen Bâton de Berger warb. Da eine Wand im Schlafzimmer komplett mit Privatfotos bestückt war, hatte ich an einem Abend sogar versucht, ihr Leben zu rekonstruieren. Hochzeit mit einem älteren Mann, Geburt eines Sohnes, der wohl allein bei ihr aufwuchs und kaum erwachsen in eine indische Familie einheiratete. Dazwischen immer seltener werdende Theater- und Filmproduktion, die sich vom experimentellen Schwarz-Weiß-Film in Richtung Boulevard und Klamotte entwickelten, da sie sich in eine der wenigen Rollen zu fügen hatte, die das Theater für ältere Frauen bereithält, in ihrem Fall die Schwiegermutter. Das alles und noch weitere Details, von denen ich allesamt bis zu diesem Moment nicht geahnt hatte, sie noch im Gedächtnis zu haben, spulte sich vor mir ab und verstärkte den melancholischen Unterton zu einem Gefühl der Wehmut. War ich bei anderen Erinnerungen in der Regel zu stark mit einbezogen und dadurch von der Frage abgelenkt, was ich hätte anders machen können, konnte ich am Beispiel der Hausbesitzerin einen Aspekt der beständigen Vergänglichkeit erkennen, der sich in den unwillkürlichen Begegnungen offenbart, die nichts von einem Abschied zu wissen scheinen, obwohl er gleichermaßen vollzogen wird. Vielen Dank.
Vielleicht am Anfang, obwohl es da, es gibt ja gar nicht die Gefahr des Spoilerns, deswegen frage ich es einfach, ich frage als erstes, wie kommt noch die Mickey Maus ins Spiel, bevor ich dann nochmal auch auf die Passage eingehe, aber erst will ich wissen, woher kommt die Mickey Maus? Ja, das ist eine wichtige Frage, weil sonst bleibt der Titel kryptischer, als er tatsächlich ist. Es gibt eine andere Ebene, die sich langsam in diesen Text mit einfügt, und das ist die eines ehemaligen Nachbarn, Roberto, von dem ich durch der in einem Haus gewohnt hat, in dem ich über 30 Jahre gelebt habe, und der auch sein ganzes Leben dort verbracht hat, den ich nicht weiter kannte, nur als Nachbar vom Hallo sagen, gewisse kleine Details, die man so über die Jahre dann doch erfährt, was man so von dem Leben der anderen mitbekommt, und von dem ich jetzt erfahre, dass er ganz plötzlich mit Anfang 60 wohl schwer erkrankt ist, also einen Tumor hat, ins Krankenhaus kommt, und es kommt heraus, dass er sein Leben, er war Elektriker, Hausmeister, ein Handwerker vom Beruf, aber er hatte wohl ein großes Hobby, nämlich in seiner Wohnung finden sich unzählige aus Lego und Ministeck gebastelte Figuren, Drachen, aber eben auch Mickey Maus, also ein Hobby, dem er sich da hingegeben hat. Und als er gefragt wird von seiner Schwester, ob sie ihm was ins Krankenhaus bringen kann, dann sagt er seine Lego-Steine, weil er wollte noch eine Mickey Maus bauen. Und es zieht sich eben dieser Handlungsstrang, also bis zu Robertos Tod, der zieht sich parallel mit meinem Versuch, über Erinnerung und Abschied nachzudenken, auch eine Person, die mehrere Jahrzehnte meines Lebens begleitet, in Anführungszeichen natürlich nur gesetzt hat, und die plötzlich daraus verschwindet, ohne dass ich ihn nochmal sehen kann. Und diese Möglichkeit einer Mickey Maus, also die nur in seiner Person, in seiner Existenz begründet war, die fand ich dann so entscheidend, dass ich sie als Titel für den ganzen Essay genommen habe. Vielleicht dann nochmal auch jetzt, also die Passagen, die Sie gehört haben, die sind ja sehr, sehr tricky. Es ist ja ein Text darüber, wie du einen Text verfertigst, ja, über Erinnerung, beziehungsweise wie dieser Text Anlass zu dem Text wird, den wir jetzt lesen. Und er klingt ein bisschen so, also ich komme aus Ostwestfalen, da sagt man immer von Höcksken auf Stöcksken. Es klingt ein bisschen so, als ob du beim Reflektieren über Abschied und Erinnerung ein bisschen sozusagen durch deine Erinnerungen stolperst. Ich sage es jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant. Und das frage wirklich, weil ich hab mir die Frage schon gestellt, aber ich habe sie dir noch nie gestellt. Ist dieser Text, also ist der erste Entwurf dieses Textes aus einem Guss, oder hast du, was ich vermuten würde, sehr lang daran montiert und es dann so klingen lassen, als ob es aus einem Guss ist? Also ich habe nicht lang dran montiert, aber er ist nicht aus einem Guss. Also tatsächlich hat sich, es spielt manchmal auch der Zufall eine Rolle. Also ich habe einige Wochen natürlich, oder ich hatte eben vor, diesen Text zu schreiben, um ihn auch bei dem Wortmeldungspreis einzureichen. Also es ist kein Text, den ich irgendwie rausgezogen habe, aber es stimmt nicht so ganz, weil ich schildere ja hier, dass es einen Kern gab, einen Nukleus, einen anderen Text über den Abschied, und das ist auch tatsächlich nicht erfunden, sondern ich bin nach Salzburg eingeladen worden, aber da ging es um viel kürzere Texte. Dieser hatte ja hier jetzt so ungefähr 25 Manuskriptseiten, und da ging es um einen Text, der 4, 5 Manuskriptseiten, weil er eben gemeinschaftlich mit anderen Autoren gelesen werden sollte dort an dem Abend. Das heißt aber, ich hatte da schon das Gefühl, ich musste mich irgendwie so beschränken, das finde ich auch manchmal ganz gut,
Aber hier, ich wollte mich nochmal diesem Thema widmen. Und das heißt, ich habe mich nochmal zurückversetzt in eine Zeit, die eigentlich vorbei war. Nämlich die, als ich diesen Text für Salzburg geschrieben habe. Und habe das jetzt zum Anlass genommen, weil es hört auch damit auf, dass ich dann mich beschränke. Also ich habe diesen Ablauf, der schon hinter mir liegt, den habe ich nochmal in die Gegenwart projiziert und habe dann so getan, als würde ich an diesem Text schreiben, der aber schon fertig war, und habe dann diesen Text geschrieben. Also ich habe beschrieben, was ich eigentlich tue, aber habe es, um es eigentlich einfacher zu machen, auf einen anderen Text projiziert. Es ist ja auch, du nimmst ja wirklich uns als Leserinnen und Leser an die Hand durch diesen Text, und das ist scheinbar, es ist scheinbar ein Spaziergang, weil irgendwann merkt man dann doch, wie tief das ist. Ja. Auch natürlich mit den literarischen Verweisen etc. Genesis hat mich irgendwie auch ganz komisch berührt, weil ich früher so ein Kinderfan von Genesis war. Ja, ja. Und immer mal wieder poppt das auf, und dann ist das aber auch jahrelang Gott sei Dank wieder weg. Was ich aber wirklich fragen wollte, es gibt ja so zwei Methoden des Schreibens. Das eine ist, ich nenne das mal das klassische Schreibmaschinenschreiben. Du hast einmal den Text fertig geschrieben, legst ihn neben die Schreibmaschine, schreibst ihn nochmal und arbeitest damit deine Korrekturen ein, kannst nochmal ganze andere Passagen einarbeiten etc. Also du machst im Grunde eine Neutextur von Anfang an, und manche andere sagen, der Text ist super bis Seite 4, aber auf Seite 4 muss ich etwas einfügen, und gehen dann aber direkt in die Seite 4 und fügen da erst ein. Was das Schöne an deinem Text ist, und ich finde, das hat man gerade auch bei der Lesung, ich glaube, Sie werden mir dazu stimmen, so gemerkt, das klingt wirklich und das ist wirklich wie in eins durcherzählt. Also das ist so komplett in der Tonalität etc. merkt man irgendwie keine Brüche. Ja. Deswegen frage ich, ist das so ein permanentes, und jetzt gehe ich wieder auf Seite 1 und gehe es durch, also ein immer wieder neues Durchgehen. Also es ist nicht ein Ansetzen, sondern ich glaube auch diese Thematik, also die wollte ich auch für mich immer nochmal tatsächlich, also frisch erleben, dann ist es so, es kam dieser, also ich kann jetzt nicht sagen glücklich, weil es natürlich ein tragisches Schicksal ist, aber tatsächlich ist diese Entwicklung parallel zum Schreiben passiert mit dieser Person, die also da ins Krankenhaus kommt, und ich wusste auch nicht, auf was das zusteuert. Er könnte ja auch geheilt werden oder also, was ich ihm sehr gewünscht hätte, oder zurückkommen. Es geht ja auch nicht um einen Effekt bei mir, sondern es geht ja nur darum, diese Erkenntnis, dass ich plötzlich merke, eine Person, an die ich vielleicht, wenn sie immer noch da gewohnt hätte, hätte ich sie irgendwie abspeichern können, indem mir jetzt mitgeteilt würde, du, schau mal, was da passiert ist, bekommt es plötzlich so etwas Unwiederbringliches, ich kann nicht zurückkehren dorthin, ich kann keine Beziehung aufnehmen oder auch meinem Bedauern gar keinen Ausdruck geben, außer in diesem Text. Und tatsächlich hat mir das aber nochmal auch, du hast netterweise von einer gewissen Tiefe gesprochen, aber das hat mir auch dazu verholfen, weil ich das tatsächlich auch in dem Moment gespürt habe. Also ich denke sehr oft auch theoretisch, also versuche auch Formulierungen zu finden, aber versuche doch das immer wieder auch in eine konkrete Erfahrung einzubauen. Und da ist diese Figur des Robertus tatsächlich eine ganz konkrete Erfahrung, die ich dann bei diesem Text auch erst habe machen können und die nochmal eine gewisse Dringlichkeit, auch mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es solche Zwischenbereiche gibt. Es gibt natürlich diese Trauer, die wir empfinden, wenn wir mit jemandem nah und befreundet sind. Aber ich glaube, es gibt auch das, dass Menschen aus unserem Leben verschwinden, auf die ein oder andere Art, die wir erst mit einem großen Abstand uns derer erinnern. Genau, die dann aber plötzlich wieder da sind. Genau, genau.
Wir bekommen schon ein Zeichen, dass wir nur noch wenige Minuten haben, sehr, sehr wenige Minuten, deswegen müssen wir uns beschränken. Sandra, willst du noch mal, sonst würde ich noch was sagen? Ich würde vielleicht eine ganz kurze Frage noch anschließen und damit noch etwas verbinden, was wir zu dritt auf dem Podium hier beim Hin- und Herreichen fast verschluckt haben, nämlich, dass Frank Witzel ja nicht nur als Autor Prosa schreibt, wie jetzt dieser Text, sondern auch Lyrik schreibt, Essays, das ist klar, weil das ist ein Essay, Hörspiele schreibt und nämlich auch illustriert, oder ich weiß gar nicht, ob du es als illustrieren bezeichnen würdest, aber tatsächlich ist in diesem Band sind Illustrationen mit drin und mich würde als letztes, ich hatte eigentlich noch mehr Fragen, aber jetzt interessieren, wie sind die entstanden? Sind das wie Nebenprodukte deiner Texte, weil ohnehin alles parallel läuft oder sind die ganz intendiert entstanden? Gab es die vorher oder später? Und ja. Die Zeichnungen sind, also das Zeichnen ist für mich ganz wichtig, das begleitet mich eigentlich genauso wie das Schreiben, also so mittlerweile doch einige Jahrzehnte, allerdings als etwas, was ich mir nicht als Form der Arbeit, also das habe ich mir wirklich als reines Vergnügen bewahrt. Auch das Schreiben soll Vergnügen sein, ist es auch die meiste Zeit, aber es ist doch mein Beruf und wie bei jedem Beruf gibt es natürlich dann auch eine Ebene der Arbeit, der Schwierigkeit. Und hier war es tatsächlich so, dass ich so im Nachklang, als der Text eigentlich im Wesentlichen fertig war, nochmal so mit dem Stift so, weil es auch so bildhafte Elemente sind, die Mickey Mouse, Robert Frank mit seinen Fotos, und dem habe ich dann nochmal so nachgedacht, gefühlt und ich fand es dann, ich habe das ja nur so vorsichtig euch, also dir und auch Jörg vom Verlag angeboten, habe mich aber sehr gefreut, dass ihr gesagt habt, das nehmen wir mit rein und dann sollte das auch gerne so sein. Das ist so schön, weil du eben gesagt hast, du hast heimlich, bist du auch Illustrator, aber schon dein erster Gedichtband war ja eben von dir illustriert. Ja. Willst du abmoderieren? Du kannst gerne. Ich möchte euch beiden sehr danken für das Gespräch und für die Lesung und möchte vor allem einladen, in das Bändchen reinzuschauen. Es kann auch käuflich erworben werden und der Verbrecher Verlag hat hier direkt hier im Gang B85 einen Stand. Schauen Sie da gerne vorbei.